mich, dass Sie gekommen sind und Sie werden es nicht bereuen. Wir werden Ihnen heute ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal präsentieren. So sieht er aus, der Roboter. Mittlerweile haben wir über 850 Systeme weltweit, davon etwa 80 Systeme hier in Europa, davon wiederum 16 in Deutschland. Und hier in Mittelfranken ist es einzigartig. Mit dem OB-Roboter, glaube ich, haben wir einen wirklich wichtigen Schritt in die Zukunft unserer Klinik hier am Standort Bad Windsheim geleistet. Dieses Krankenhaus ist mit diesen Themen ganz vorne. Ja. Wir sind oder haben hier ein Alleinstellungsmerkmal und ist auch ein Leuchtturmprojekt, das wir hier eingeführt haben. Er passt auf mich auf und ich passe auf ihn auf und wir alle beide zusammen passen auf den Patienten auf. Ich habe mir sagen lassen, dass der OB-Roboter am Dienstag das erste Mal im Einsatz war, erfolgreich im Einsatz war. Letztendlich ist natürlich ein solcher OP-Roboter auch ein Beispiel von moderner digitaler Technik. Auch, wenn Sie so wollen, von künstlicher Intelligenz. Wir waren vorher der Meinung, wir sind top, jetzt sind wir noch mal ein Stück besser. Herzlichen Glückwunsch zu der neuen Technik und ich wünsche im Interesse der Menschen, die sich hier in Behandlung geben, Ihnen viel Erfolg. Die Weichen sind gestellt, die Vorbereitungen sind getroffen und jetzt geht es darum, das Geplante auch die nächsten Monate umzusetzen.